Wir kommen zur Auswertung der Geschichte der Wasserrakete. Das heißt also, wir haben gestern tolle Versuche gemacht und hat auch funktioniert. Jetzt gehe ich mal auf Google. Und zwar haben wir gestern eine Wahnsinnsweite erzielt. Wir haben von hier, hoffentlich sieht man das, bis hierher, bis in den Innenhof die Wasserrakete fliegen lassen. Gut, war ein bisschen Glück dabei, ein bisschen Rückenwind, gut, der Zeitpunkt. Die Wassermenge, es hat alles gestimmt. Und das sind, wenn man sich hier unten diesen Maßstab anguckt, das sind 150 Meter. Ich mache mal kurz Pause, damit wir die Bilder hier wieder in Gang kriegen. So, das heißt also, wir haben eine Weite geschafft von 150 Metern, rundgerechnet. Jetzt gab es noch ein paar, es gab noch ein paar andere Auswertungen. Und zwar, wir haben zwei Leute gehabt, die haben gepeilt. Das war in der Klasse davor. Wir haben also Peilungen gehabt. Die höchste aller Peilungen, die lief so. Eigentlich hat das ganz gut geklappt. Das waren 8 Meter. Auf der anderen Seite auch 8 Meter. Und beide haben mit dem Schuldreieck ganz genau angepeilt. Es gab Werte bis 70 Grad der eine. Und 53 Grad der andere, wobei hier immer irgendwelche Abweichungen waren. Das waren dann hier 60 Grad. Das heißt also, wir haben hier, und jetzt kommen wir zu Pythagoras, beinahe eine Länge von 8 Metern. Die Hypotenuse, die kann uns nicht interessieren, aber wir haben hier ein rechtwinkliges Dreieck gehabt. Und nehmen wir den Durchschnittswert aus beiden, das wären 65 Grad. Die Höhe war zu bestimmen, das war das Problem. Jetzt auf zur Höhe. Wie kann man an die Höhe rankommen? Und da mal ein Ausflug in die 9. Da werden wir uns dann mit solchen Dingen beschäftigen. Werden wir uns dann mit solchen Dingen beschäftigen, wie dem sogenannten Sinus, Cosinus und so weiter. Ich zeige mal ganz schnell einfach. Kleinen Moment mal. So. Und da wird euch Folgendes widerfahren, da werden wir sowas machen. Da werden wir sagen, okay, Seite C, A, B, das kennen wir ja alles. Aber wenn wir keinen Pythagoras haben, so wie in diesem Fall, wenn man einfach nicht weiter weiß, weil die Länge der Hypotenuse war nicht zu bestimmen, dann kann man sich mit Winkeln behelfen. Und das heißt also zum Beispiel, wenn ich hier einen Winkel habe, den ich Alpha nenne, ist C die Hypotenuse und A ist die gegenüberliegende Katheter. Da sagt man dann Gegenkatheter, so nennt sich das. Das ist allerdings ganz leicht. Man muss immer nur gucken, wo ist der Winkel, wo ist die gegenüberliegende Katheter, wenn man mit dem Sinus arbeiten will. Und dann guckt man einfach im Formelwerk nach und sagt, naja, dann ist der sogenannte Sinus dieses Winkels, da sagt man Sin, dafür gibt es auch diese Taschenrechnertaste, Sinus Alpha ist dann Gegenkathete geteilt durch Hypotenuse. Wenn das aber so nicht ganz klappt, dann gucken wir uns mal dieses Dreieck an. Die Hypotenuse, die interessiert uns auch gar nicht. Aber wir können sagen, warte mal, wir haben hier einen Winkel, gegenüberliegend ist die Höhe, das ist unsere Gegenkathete. Und wir haben eine am Winkel anliegende Kathete, da sagt man Ankathete dazu. Also B wäre hier in unserem Fall die Ankathete. Dann hat man eine ganz wunderbare Formel, dann sagt man, Gegenkathete durch Ankathete ist gleich Tangens eines Winkels. Dazu gibt es diese Taste, also Tangens von 65 Grad würden wir jetzt nehmen, hier oben, ist Gegenkathete, gegenüberliegend von 65 Grad durch anliegend. Und dann lässt sich das leicht machen. Gegen ist nämlich H durch an. Also H steckt hier drin, das ist es hier. Das ist H. Und dann haben wir es. Denn das kann man umstellen und dann kann man das direkt eingeben. Und jetzt probieren wir das gleich mal aus. Schnapp mal die Taschenrechner nebenbei. Ich stelle mal schon die Formel um. Wir möchten die Höhe gegen Kathete alleine stehen haben. Das heißt also mal Ankathete. Und die Ankathete, die waren 8 Meter. Ne? Das sind 8 Meter. Dann sieht die Formel so aus. Tangens von 65 Grad mal 8 Meter ist gleich H. Tippt mal TAN, TAN,
65. Ja, es gibt so einen Namen hier. Ist ja gut. Hey. Tipp mal Tan 65. Das Ergebnis mal angucken, das ist eine Kommazahl. Und dann mal 8. Und dann haben wir es. 2, was? 17,156. Könnte hinkommen. Was habt ihr raus? Taschenrechner. Gut, wir haben jetzt nochmal den Modus. Danke für die Listen. Den Modus des Taschenrechners ausprobiert. Und der Tangens, das sind jetzt rund 2,144. Wir behalten aber diese 2, und so weiter, diese vielen Kommastellen mit drin, denn umso genauer wird es, nehmen dann mal 8. Also die ganzen Kommastellen alle mitnehmen, mal 8 Meter. Und da kommen wir auf ein schönes Ergebnis, das sind 17, natürlich bei der Genauigkeit ist es gar nicht nötig, aber wir nehmen mal einfach drei Stellen, 17,1 Meter. Ne? Das war also die Raketenhöhe. Wir hatten das aber gestern in unseren Versuchen besser geschafft, die Rakete besser befüllt und so weiter. Wir sind dann auf Weite gegangen und das kann man dann auch ausrechnen. Aber selbst unsere Höhen, die erschienen so den Passanten wie, na, gefühlte 40 Meter. Ne? Das Ding ging also ganz schön ab. Was also noch in der nächsten Klasse auf euch zukommt, wir werden dann, und das ist das eigentlich Schöne, wir werden endlich mal unsere Kenntnisse, die da so heißen, a plus b in Klammern zum Quadrat ist a Quadrat plus 2ab plus b Quadrat. Genau, wir haben das mal rhythmisch gemacht. Ne? Diese Kenntnisse, die werden wir alle anwenden können. Hier in solchen Formeln. Bloß mal ganz schnell, was dahinter steckt. Bisher hatten wir es mit sogenannten linearen Funktionen zu tun, deren Graphen irgendwie laufen können durchs Koordinatensystem. Hier ist die y-Achse, hier ist die x-Achse. Und wir werden dann in der nächsten Klasse solche Sachen kennenlernen, dass wir sagen, was ist denn, wenn ich eine quadratische Funktion habe? Hier heißt es linear, hier heißt es zum Beispiel y ist gleich x plus 4. Da steht nur ein x, x hoch 1 könnte man auch sagen. Die blaue hieße dann f von x oder y ist gleich minus 1,1x plus 5 zum Beispiel. Aber x wieder x hoch 1. Aber was passiert dann, wenn wir zum Beispiel sagen, y ist x Quadrat? Dann sehen wir das hier. Eine sogenannte Parabel. So sieht die aus. Was ist, wenn ich ein Minus davor schreibe? Oh, was nehme ich jetzt? Ich nehme mal jetzt dieses. Wenn ich ein Minus davor schreibe, dann heißt die, y ist minus x Quadrat. Dann ist die nach unten geöffnet. Und wenn ich jetzt noch was dazu addiere, so wie ich es hier hinten gemacht habe, plus 5, jetzt weiß ich, oh, jetzt nehmen wir braun, dann wandert mir diese Parabel hier hoch. Dann heißt die zum Beispiel, und jetzt schreibe ich mal f von x ist minus x Quadrat plus 8 meinetwegen. Oder was ist, wenn ich nicht schreibe plus 8, sondern plus 17? Und ich schreibe noch einen Meter dahinter, dann könnte man sich vorstellen, das ist die Flugbahn der Rakete. Die Parabel muss nicht immer klassischerweise so aussehen. So eine Parabel kann auch durchaus so aussehen. Dann wäre das hier der obere Teil von der Parabel, die ansonsten wieder ziemlich steil abweift. Oder, wenn ich sage, nein, ich lege mein Koordinatensystem hier rein und hier, denke ich mir, ist die Erde, dann ist das der Teil der Parabel, der dann, so wie hier, mit einem Skalar versehen wird. Das heißt, der ändert dann das Aussehen des Graphen. Und wenn ich dann sage, naja, hier ist mein Startpunkt, hier ist mein Endpunkt und das waren 150 Meter insgesamt, dann habe ich hier zum Beispiel eine 75 und hier auch. Und dann habe ich hier meine maximale Höhe. Und wenn ich dann wirklich y und x ranschreibe und sage, eine Längeneinheit ist 1 Meter, dann kann ich hier durchaus mit solchen Größen arbeiten. Und die Kreuzung mit der x-Achse nennt sich Nullstelle. Alles bekannte Dinge. Das heißt, um solche Dinge dreht sich es dann und wir können dann solche Bahnen auch nachvollziehen. Wir können also Nullstellen genauso ermitteln, wie wir es vorher gemacht haben, bloß dass wir eben mit quadratischen Formeln arbeiten
und so weiter und so fort. Gucken wir uns nochmal das an. Es geht um das hier. Moment mal. Hier. Das wird uns dann absolut helfen. Das Umgehen damit heißt nämlich a plus b in Klammern zum Quadrat. Kann ich auch anders benennen. Ich kann auch sagen a plus b mal in Klammern a plus b. Die Abkürzung heißt a plus b in Klammern zum Quadrat. Und wenn ich zum Beispiel sage a plus b mal in Klammern a plus b ist 0. Und ich schreibe das jetzt mal in eine Form, die euch vielleicht besser geläufig ist. Zum Beispiel x plus 4 mal x plus 4. Wann wird diese Formel 0? Und jetzt erinnern wir uns wieder an unser Gleichung lösen. Das war so eine Gleichung, wo wir gesagt haben, die wird dann 0, wenn einer der beiden Faktoren, das ist ein Faktor und das ist ein Faktor, wenn die 0 werden, einer von beiden, obwohl sie hier beide gleich sind, nämlich wenn x 0 1 gleich minus 4 ist, dann wird dieser Faktor 0 und der gleichzeitig auch, dann kriege ich da eine 0 raus. Diese Kenntnisse alle, wenn wir die dann alle wieder zusammen verquicken, dann kommen wir mit quadratischen Gleichungen klar. Darum geht's. Jetzt haben wir genug Material, das heißt also, wir haben hier schon mal ausgerechnet über zukünftige Funktionen, die wir dann kriegen. Wer es nicht rafft, der hält sich jetzt einfach mal zurück, ne? Und die anderen, die begrenzen ihn. Und solche Dinge, die werden es dann im nächsten Schuljahr richtig beschäftigen. Da kann man dann solche Werte, die man hier zum Beispiel ermittelt hat, 75, 75, die maximale Höhe ermitteln. Schnelligkeiten, Geschwindigkeiten, andere Dinge. Das wird sowas, das kommt auf euch zu. Fragen? Ein Strahlensatz, der dann auch in der 9. auf jeden Fall drankommt. Wenn ich zum Beispiel einen Bildwerfer habe und der macht hier Lichtstrahlen und ich habe hier eine Wand und ich sage, ach nee, ich rück mal die Wand hierher, dann stehen ja die beiden Wände immer noch senkrecht, denn sonst würden sie umkippen. Dann kann ich zum Beispiel Verhältnisse, wenn ich zu dieser Strecke A, hier B, hier ist X und hier ist Y, wenn ich die so bezeichne, dann kann ich zum Beispiel sagen, ist gar nicht so schlimm, die Entfernung, na, mach mal, die verhält sich zu der, also A zu X, genauso wie das Ganze, immer vom Strahlpunkt ausgehen, das ganze Ding, hier das Ganze, das heißt also A plus B zu Y. Und solche Streckenverhältnisse, hier gibt es noch viel mehr drin zu entdecken, das nennt sich Strahlensatz, weil ich von einem Punkt ausgehe und ich lasse das losstrahlen. Das Ganze geht auch so, wenn hier mein Punkt ist und ich schnappe mir in Gedanken einen Spiegel und ich habe hier und hier eine Ebene, dann kann ich entsprechende Verhältnisse genauso wie hier wieder bezeichnen. Angucken ist wichtig, musste können, musste aus dem FF können. Das wird dann in der 10. alles kräftig angewandt. Das kommt da auf uns zu. Also unsere gesamten Kenntnisse müssen wir in der 10. geballt anwenden können. Und dann klappt es auch. Logarithmen wird in der 10. kommen. Wenn wir bisher solche Sachen machen werden in der 9., dass wir sagen, ich habe es schon mal gezeigt, a hoch 4 durch a hoch 2. Ach, ne, das ist genauso wie a hoch 4 minus 2, also a hoch 2. Warum? Weil sich's kürzt. A mal a mal a mal a. Hier unten steht nur a mal a. Dann kann ich die hier rauskürzen. Also bleibt übrig über dem Bruchstrich das hier. Daher kommt das. Das ist die eine Seite der Medaille. Die andere Seite heißt, wenn ich zum Beispiel sage, ein Kapital verzinst sich, Kapital mal 1,02, hier 0,2, das sind meine Zinsen, 2% hoch 5 Jahre. Hier oben stehen Jahre. Pro Jahr also, das heißt, aus diesem Geld wird was. Da habe ich also mehr Zinsen und Kapital werden mehr. Ich habe hier eine Wachstumsformel. Was ist aber, wenn ich das nicht weiß, dann kommt man mit dem Logarithmus ran. So wie die Wurzel das Gegenteil des Quadrates ist oder mal das Gegenteil von durch, werden wir dann hier raufkommen. Dass wir sagen, der Logarithmus ist das Gegenteil vom Exponieren, das heißt vom Hochrechnen. Es geht nicht mehr bloß um Quadrate, sondern um mehr. Und.
Schön. Unser Erkennungszeichen sozusagen. Ich schließe das Video an der Stelle ab, also ein kleiner Ausblick ins nächste Schuljahr. Wie gesagt, wer Lust hat, kann ja dann hier schon mal was draus machen. Werden wir dann später. Also, bis zum nächsten Schuljahr.